Hi, ich bin Astrid-Marie Machalitza, bin Coach und Trainerin im Bereich Burnout-Prophylaxe und helfe Menschen dabei, ja, ihre Persönlichkeit zu stärken. Und gerade jetzt, da wir Winter haben, ist mir das ein ganz besonderes Anliegen, dafür zu sorgen, aber euch eben zu helfen, ein bisschen mehr Lebensfreude zu entwickeln. Und das ganz besonders deswegen, weil ich gerade einen Post im Internet gelesen habe, den ich euch einmal ganz kurz vorlesen möchte. Ich weiß gerade nicht mehr, was ich machen soll. Hab gerade wieder komplett das Gefühl, alleine zu sein. Ein so erdrückendes Gefühl wie schon lange nicht mehr. So viele schlechte Gedanken und das Gefühl, keinen Halt zu haben, und es ist so krass intensiv. Geht es jemandem ähnlich? Ich weiß gerade einfach nicht, was los ist und fühle mich nur alleine, hilflos und kraftlos. Ja, wie gesagt, diesen Post habe ich im Internet gefunden und jetzt haben wir hier inzwischen schon Januar, aber ich würde trotzdem gerne was über, oder gerade deswegen, über die Winterdepression oder auch Herbstdepression erzählen. Er kann auch bekannt sein unter dem Begriff Winterblues und zeigt sich einfach darin, dass ja, die Stimmung ist einfach gedrückt, es gibt so dieses Gefühl, nichts macht wirklich Freude. Traurigkeit, Hoffnungslosigkeit, Verzweiflung, das können alles so Symptome sein und auch ein vermehrtes Schlafbedürfnis. Oder auch so dieses Gefühl, dass die Leistungsfähigkeit nicht so wirklich da ist, sowohl im beruflichen als auch im privaten. Und das besondere Kriterium ist eben, dass sich das Ganze nicht nur so für 1, 2, 3 Tage abspielt, sondern über mehrere Wochen oder sogar Monate. Ja. Ich weiß nicht, kennst du das vielleicht auch? Dann sind meine Tipps jetzt hier für dich genau richtig. Und zwar möchte ich dir gerne erzählen, erstmal, woher das Ganze kommt. Und zwar zum einen gibt es Serotonin. Das ist ein Hormon, das im Gehirn gebildet wird. Und wenn wir davon zu wenig haben, ja, dann kann es eben zu einer gedrückten Stimmung führen. Auf der anderen Seite, Tiere halten Winterschlaf. Und es gibt die Theorie, dass auch wir eigentlich auf Winterschlaf eingestellt sind, das aber nicht machen und genau deswegen einfach ja, diese ruhigere Phase eintritt, die uns dann entsprechend mit einer leichten Depression vielleicht sogar in die Quere kommt. Ja, auch die Lebensumstände können eine entsprechende Rolle spielen. Also wenn jetzt irgendwie gerade sowieso schon schlechte Stimmung in der Partnerschaft ist oder es mit den Kindern Stress gibt oder auf der Arbeit, dann ist die Stimmung ja eh schon nicht so wirklich hoch. Und wenn dann noch ein trübes Wetter dazu kommt oder vielleicht auch zu wenig Sonnenschein, auch ganz wichtig, dann ist eben das Risiko, dem Winterblues zu verfallen, einfach deutlich erhöht. Nun gibt es verschiedene Tipps, was man eben machen könnte. Eine Sache ist, du könntest dich auf jeden Fall 30 Minuten täglich draußen bewegen. Es geht einfach darum, dass Licht irgendwo an die Haut kommt, auch wenn wir da dick vermummt sind und richtig dick eingepackt sind, aber wenigstens so ein bisschen. Ne? Und auch die Bewegung ist sehr hilfreich, einfach ja, in Aktion zu sein, ne? So ein bisschen lebendig einfach, lebendiger, als jetzt so lustlos auf der Couch oder auf dem Stuhl zu hängen. Dann achte auf deine Ernährung, auf ausgewogene Kost, also dass die Vitaminzufuhr vernünftig ist, dass du reichlich trinkst, auch ganz wichtig. Und zwar jetzt nicht nur Cola oder Kaffee, sondern einfach auch, gerade jetzt, ne, Tee, leckeren heißen Tee oder so. Oder heißer Kakao ist auch eine feine Sache. Dann gestalte dein Leben bunt. Hab Farbe im Leben. Also zum Beispiel, was ich ganz gerne habe, ich gehe erstmal generell gerne in die Sauna und habe jetzt ein Saunatuch. Das zeige ich euch mal eben. Das habe ich hier an der Seite liegen. Ne? Also es ist einfach richtig schön bunt. Ne? Kann man übrigens auch wunderbar als Decke nehmen. Das ist nämlich so ein schönes, flauschiges Teil. Richtig klasse. Und macht dann das Ganze schon mal ein bisschen lebendiger und freudiger. Ne? Und auch bei den Farben darauf zu achten, dass es eben so Gelb-, Orange-, Rottöne sind, die einfach so dem Sonnenlicht nachempfunden werden. Dann auch ganz klasse Düfte. Ich habe dazu hier eine Duftlampe, also eine Kerze. Kerzenschein ist auch eine ganz feine Sache. Das hier
ist eine Kerze mit einem Duft, und zwar Maple Syrup, habe ich aus Kanada mitbekommen. Und wenn ich die jetzt anmache, hoffen wir mal, dass die Streichhölzer funktionieren. Streichholzduft ist übrigens einer, ich persönlich finde ihn ganz große Klasse, denn der erinnert mich an die Weihnachtszeit, an meine Kindheit. Funktioniert. Ja, funktionierte nicht. Aber der Duft ist da, das ist schon mal schön. Zweiter Versuch. Spannung, 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 Spannung. Brennt. Sehr schön. So, die habe ich auch ganz gerne, diese Kerze, so an meinem Schreibtisch, auf meinem Schreibtisch stehen, neben mir in der Nähe oder wenn ich lese, auf der Couch liege. Ja, so, und das ist auch der nächste Tipp. Mach was, was dir Spaß macht, was du wirklich gerne machst. Vielleicht auch eine Liste zur Hand zu haben, auf die du schreibst. Das und das und das würde ich gerne machen. Sei es jetzt Waldspaziergang, wenn du nicht in der Nähe eines Waldes wohnst zum Beispiel. Oder ein bestimmtes Buch, das du schon seit vielleicht sogar Jahren lesen wolltest und jetzt dir einfach die Zeit nimmst. Das Wichtige ist, dass du es wirklich bewusst machst, ne? Und Sachen sind, die du gerne machst. Oder dich mit Freunden treffen. Vielleicht auch ein Kinobesuch, der vielleicht im Sommer einfach nicht so anstand, weil da Aktivitäten draußen wichtiger waren. Und jetzt wäre das eine Idee. Auch wichtig, positive Gedanken. Ne? Also, wir können ja sagen, boah, das Wetter ist so trübe draußen, das macht alles einfach keinen Spaß. Oder, ja, hey, jetzt gerade, da scheint die Sonne. Und jetzt nutze ich die Gelegenheit und ja, und genieße einfach auch den blauen Himmel zum Beispiel. Ne? Und dann gibt es gute Laune-Strategien. Das wären zum Beispiel das Einfachste, so irgendwie fröhliche Videos, ne, bei YouTube zumindest, oder sowas zu gucken. Bestimmte Kategorien, die dir gefallen, bei manchen Leuten sind es einfach Tiervideos, Katzenvideos oder ein bisschen makaberer, dass Menschen irgendwie ein Missgeschick passiert, dass die irgendwie ausrutschen oder irgendwas. Gibt es ja auch reichlich. Und ja, guck einfach, was dir gefällt und woran du einfach, ja, was dir Spaß macht. Dann gibt es auch verschiedene Fragen, die du dir stellen kannst. Ja, zum Beispiel, was war heute schön? Und das könntest du dir auch aufschreiben, also so eine Art Glückstagebuch zu führen. Ich mache das auch. Ich habe mir hier, na, ein spezielles Buch dafür genommen. Einfach eins, das so ein bisschen fröhlicher ist. Und schreibe dann halt da immer auf, was für mich gerade aktuell schön war. Ja, und dann kann ich das immer wieder mal durchblättern, hier durchgucken und sagen, ach, guck mal, da war ich erfolgreich, habe ein Geschenk bekommen. Oder habt ein Kompliment bekommen und dann ist es sofort wieder präsent. Das Ganze mache ich ganz gerne mit einem schönen Stift. Das ist jetzt ein Bleistift mit Herzchen oder irgendein anderer Stift, der einfach irgendwie auch farbig ist oder eine besondere Bedeutung hat. Ja, wenn es deutlich schwieriger wird, kann es auch sein, dass es eine Lichttherapie gibt, die hilfreich, also es gibt Lichttherapie, die hilfreich ist und da ist es einfach, das Licht ist so dem Sonnenspektrum angeglichen. Ich habe so eine Lampe, aber ich habe die jetzt nicht hier. Und wenn man sich da so, ja, so eine halbe Stunde, Stunde davor setzt pro Tag, das hält ganz schön auf und kann sogar den Winterblues für die gesamte Zeit, den gesamten Winter, die gesamte Saison vertreiben. Ich habe mich da einfach gerne vorgesetzt, wenn ich dann mal am Computer saß, dass ich die dann so an der Seite hatte zum Beispiel. Und ja, das war gut. Auch Lieblingsmusik ist auch nochmal ein wichtiger Aspekt. Weil, klar, du kennst es selber, gibt Musik, die dich total aufheitert, wo du Freude hast. Und wenn du diese Musik zur Hand hast, einen bestimmten Ordner gespeichert hast, auf dem Handy zum Beispiel oder auf dem Laptop, Tablet oder wo auch immer, dann kannst du die sofort abrufen, wenn es dir einfach mal nicht so geht. Und wenn du es ausprobierst, wirst du sehen, dass es deutlich heller wird in deinem Leben. Ja, ich habe dir die ganzen Tipps nochmal mit einem kleinen Übungsteil aufgeschrieben. Ich zeige dir das ganz kurz einmal. Moment. So, ich habe dir das hier mal aufgeschrieben, nochmal so zusammengefasst, so die Risiken und Symptome der Winterdepression, auch die Ursachen und dann hier die einzelnen Tipps. Also es sind jetzt hier 9 Tipps, die ich dir aufgeschrieben habe. Jetzt hier zum Beispiel der Tipp mit der
mit dem Spaziergang in der Mittagspause zum Beispiel, 30 Minuten, dass du dich einmal konkret festlegst. Wann willst du gehen? Möchtest du in der Mittagspause gehen oder möchtest du morgens gehen? Schau, dass es, wenn es geht, hell ist, aber auch um die Bewegung geht's. Oder dass du dein Leben bunter gestaltest. Mit welchen Düften du arbeiten kannst, kannst du dir überlegen. Oder mit der Musik. Und das sind einfach so die verschiedensten Tipps. Das Gute ist bei solchen Sachen, dass du einfach, wenn du dir das aufschreibst, wenn du es konkret machst, dich viel leichter daran halten kannst. Du kannst es dir ausdrucken, du kannst es dir an einen bestimmten Ort packen, legen und dann weißt du einfach, jo, ich kann im Notfall darauf zugreifen. Und alleine das erleichtert das Leben schon ungemein. Ja, also, das sind jetzt meine Tipps zur Winterdepression. Den Link zu dem Übungsblatt findest du direkt hier drunter. Und ja, lad's dir runter und ich wünsche dir, dass du einfach diesen Winter gut überstehst. Diesen Herbst, diesen Frühling und noch eins, im Sommer wird das Ganze besser, im Frühling schon, wenn die Tage heller werden. Und sollte es nicht so sein, dann bitte geht zum Arzt, denn dann ist es möglicherweise eben nicht nur, und sie ist schlimm genug, eine Winterdepression, sondern was, was einfach noch tiefer sitzt. Und dann wäre es wichtig, das einfach vom Arzt auch abklären zu lassen. Alles Liebe und bis dann. Tschüss, deine Astrid.